Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Lia Schmidt. Und hier ist meine Kollegin Steffi Müller. Guten Morgen. Ich bin die Prüferin und Sie haben die mündliche Prüfung Niveau B1. Die mündliche Prüfung B1 besteht aus 3 Teilen. Sich vorstellen, Bild beschreiben, Dialog. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie bitte an. Wer möchte zuerst anfangen? Dann bitte schön, Emilia, stellen Sie sich bitte vor. Guten Morgen. Mein Name ist Emilia. Ursprünglich komme ich aus Brasilien. Im Jahr 1998 bin ich in São Paulo in Brasilien geboren. Vor 3 Jahren habe ich geheiratet und ich habe 2 Kinder. Ein Mädchen und ein Jung. Ich bin Friseurin von Beruf. Meine Ziele in Deutschland sind Deutsch lernen und dann als Friseurin arbeiten möchte. Als Muttersprache spreche Englisch und Portugiesisch und ich spreche ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher lesen und Schwimmen. In meiner Freizeit besuche ich gerne meine Freunde. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist 2 Jahre alt. Gehen Ihre Kinder zum Kindergarten? Meine Tochter ja, aber mein Sohn noch nicht. Danke, Emilia. Bitte schön, Jonathan, stellen Sie sich bitte vor. Guten Morgen, mein Name ist Jonathan und ich komme aus Südafrika. Ich bin 27 Jahre alt. Seit 8 Monaten bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich wohne in Berlin. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Ich spreche sowohl Englisch als auch Arabisch und zurzeit lerne ich Deutsch. In meiner Heimat habe ich als Verkäufer gearbeitet. Mein Hobby ist Fußballspielen. Sind Sie allein in Deutschland? Ja. Seit wann lernen Sie Deutsch? Seit 6 Monaten. Dankeschön, Jonathan. Und jetzt Teil 2 Bild beschreiben. Jeder hat ein Bild bekommen. Emilia, beschreiben Sie uns bitte, was Sie im Bild sehen. Auf dem Bild sehe ich einen Mann und eine Frau. Sie befinden sich im Freien. Der Mann hat einen Bart und einen Laptop am Tisch. Er trägt einen modernen Anzug. Die Frau ist genauso sehr elegant gekleidet. Neben dem Laptop gibt es noch ein Mobiltelefon und ein Tablet auf dem Tisch. Das Bild zeigt, dass es Sommer ist und die Sonne scheint. Im Hintergrund sieht man Tee und Kaffee. Ich glaube, dass es bei einem Bild um das Thema Arbeit geht. Auf den ersten Blick sieht man, dass der Mann und die Frau bei einer Besprechung sind. Vielleicht sind die beiden Personen Kollegen oder auch Geschäftspartner. Möglicherweise sitzen sie in einem Park auf einer Firma und führen ein Gespräch miteinander. Es sieht so aus, wie er die Frau zu einer Idee überreden möchte. Die Frau sieht ernst aus sowie konzentrieren. Es erinnert mich an der Zeit, wenn ich ein Interview in einer großen Firma gemacht habe. Jonathan, erzählen Sie uns bitte, was im Bild steht.
Auf dem Bild sehe ich eine ältere Frau und einen Hund. Die Frau sieht freundlich aus. Sie liest ein Buch. Sie trägt ein weißes Hemd und eine rosa Bluse. Außerdem hat sie schöne Haare. Ihr Haar ist kurz und braun. Der Hund steht rechts von der Frau auf dem Sofa. Er sieht ruhig aus und blickt nach vorne. Aber die Frau konzentriert sich auf das Lesen des Buchs. Das Fell des Hunds ist weiß und beige. Hinter der Frau gibt es ein Regal und hellgraue Wand. Die beiden sind zu Hause. Viele Kissen liegen auf dem Sofa. Die Dekoration der Wohnung ist sehr modern und schön. Ich denke, dass die Frau allein lebt. Vielleicht hat sie keine Kinder. Und ihr Mann ist gestorben, daher lebt sie mit diesem Hund und kümmert sich um ihn. Und jetzt Teil 3. Dialog. Zusammen eine Party organisieren. Lesen Sie den Text und ordnen Sie. Situation. Ihr Deutschkurs ist nächste Woche zu Ende? Sie und Ihre Mitschüler haben viel gelernt. Jetzt möchten Sie etwas organisieren, um dieses Ereignis zu feiern. Sie wollen alle Mitschüler einladen. Besprechen Sie mit Ihrem Partner, was man kaufen soll, wer was kauft und wer was mitbringt. Hallo, Jonathan. Hallo, Emilia. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke, und dir? Gut, danke. Du weißt ja, unser Kurs ist leider bald zu Ende. Ja, das ist zwar traurig. Wie wäre, wenn wir einen Party organisieren? Nachdem wir sehr viel gelernt haben. Wir feiern, aber alle zusammen. Na klar, die ganze Gruppe. Und wo sollen wir feiern? Ich habe doch eine große Wohnung, also machen wir das bei mir. Wenn es gehen würde, wäre es wunderbar. Natürlich geht das, wenn ich es sage. Wir müssen aber viel einkaufen. Ich denke, dass es besser wäre, wenn jeder etwas mitbringen würde. Zum Beispiel kochen, Obst und Gemüse. Ja, das ist eine tolle Idee. Und Getränke? Jeder kann auch eine Packung Saft, eine Flasche Cola oder Fanta mitbringen. Das passt sehr gut. Dann müssen wir nur noch mit den anderen sprechen. Ich könnte Sarah, Jonas, Martin, Ahmad anrufen. Rufst du dann die anderen an? Ja, das mache ich gerne. Und wann machen wir die Party? Ich denke, dass es nach der Prüfung sein sollte, weil alle vor der Prüfung nervös sind und nur an die Prüfung denken. Dann am Freitag nach der Prüfung? Leider passt es mir nicht. Wie wäre es denn am Samstag? Ja, das passt mir und wir informieren die anderen. Super. Ich freue mich schon auf unsere Party. Ich freue mich auch sehr darauf. Okay, dann wir sehen uns am Samstag. Bis dann. Sehr schön. Die mündliche Prüfung ist nun fertig.
Sie können gehen und innerhalb 4 Wochen bekommen Sie das Zeugnis. Nicht vergessen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Auf Wiedersehen.